Vielen Dank. Ja, jeder, der das Programm studiert hat, weiß, jetzt kommt eigentlich der Part, was ist eigentlich Verbesserungs- und Coaching-Charta, das eigentlich Konstantin May für Sie vorbereitet hatte. Jetzt haben wir uns gedacht, er ist nicht Konstantin May, ich bin nicht Konstantin May, wer macht jetzt dieses Thema? Und dann haben wir uns gedacht, ja Mensch, wir sind ja nicht auf dem Theoretikertag, wir sind ja hier auf dem Charta-Praktikertag. Das heißt, eigentlich tun Sie das ja alle. Der Einzige, der nichts weiß von Charta, ist unser Herr Weidbrecht. Und so haben wir uns gedacht, warum sollen eigentlich wir die Arbeit machen? Sie können doch unsere Arbeit machen und können dem Herrn Weidbrecht erklären, was die Charta ist. Deswegen bitte ich den Herrn Weidbrecht nach vorne. Wir werden ein gemeinsames Bild der Charta jetzt hier in 10 Minuten, in ganz knackigen 10 Minuten entwickeln. Und ich bitte Sie einfach, Ihr Verständnis von Charta dem Herrn Weidbrecht nahe zu bringen. Dafür bräuchten wir mal die Mikrofone, bitte. Genau, bitte aufstehen, losreden. Was ist Charta? Komisch, das Reden hat gerade wunderbar funktioniert. Ist es schon fertig? Nein. Bitte schön, Markus. Für mich auch die Routine, die da drin steckt. Also Routine malen. Das ist natürlich jetzt ein harter Brocken. Wie malt man denn Routine? Ja, ich hätte noch zu ergänzen, dass es eine ganz klare Zielausrichtung gibt und ohne Ziel gibt es gar keinen Start. Also diese Zielfokussierung ist für mich prägend. Mhm. Okay, es gibt ein Ziel. Wir haben einen Blick. Ja, es ist auf jeden Fall eine Führungsmethodik, die Menschen anleitet zu lernen und mit dem Erlernten ihr Verhalten zur Motivation zum Intrinsischen, also aus sich selbst heraus lernen, ohne Druck durch das Management. Also wir können lernen, wenn jemand uns dazu zwingt, das ist dann extrinsisch. Und intrinsisch ist, wenn wir etwas mit Begeisterung tun, aus uns selbst heraus und wir versuchen mit diesem Führungsstil der Charta dieses intrinsische Lernen, also Menschen zu befähigen, dass sie Freude daran haben, Dinge zu verändern und zu verbessern, ohne dass wir sie mit Belohnung oder mit Druck oder mit irgendwas ködern müssen oder erpressen oder zwingen, sondern sie sollen, weil sie Spaß an der Sache haben, lernen. Ja, vielleicht ein bisschen idealistisch jetzt von mir formuliert, aber so im Grunde soll es das treffen. Vielen Dank. Also für mich ist Charta eine ursachenorientierte Problemlösungsmethode. Mhm. Was ist für Sie Charta? Für mich ist Charta die Verbesserung. Permanente Verbesserung, aber nicht irgendeine, also nicht Happy Kaizen, sondern zielgerichtet nach ganz klarer Struktur und Fahrplan, wie ich das Ziel erreichen möchte. Ja, diese Struktur, der Fahrplan ist ein gutes Stichwort. Wie schaut denn die Struktur der Charta aus? Okay, wir hatten gestern einen Vorworkshop. Bitte vorne. Dann versuche ich es mal zu sagen. Also für mich bedeutet Charta die schrittweise Verbesserung von Prozessen und alles, was ich weiß, ist, was ist mein aktuelles Hindernis und was ist mein nächster Schritt, den ich gehen will. Und dann probiere ich. Für mich heißt Charta auch ausprobieren, experimentieren. Mhm. Und auch wenn es nicht hinhaut, war das ein Erfolg, weil wir haben daraus gelernt. So, und das ist die zweite Facette von Charta für mich. Das Thema die Weiterentwicklung der Menschen, die Prozesse verbessern, sie immer weiter zu befähigen über ein gutes Coaching, sodass sie dann hoffentlich irgendwann ohne dem auskommen. Aber ich glaube da nicht dran. Wir werden immer weiter die Mitarbeiter entwickeln können und auch weiterentwickeln müssen, um sie zu befähigen, Prozesse zu verbessern. Also zwei Aspekte, Prozessverbesserung, kleinen Schritten und zum anderen Entwicklung der Mitarbeiter zum Prozess verbessern. Mhm.
Sind Sie schon aufnahmefähig? Ja. Herr Munke. Ja, ich möchte es etwas einfacher machen. Ich möchte es eigentlich nur auf zwei Punkte runterbrechen. Denk- und daraus resultierende Vorgehensweise. Mhm. Ja, Herr Klages, Janine? Was passiert dazwischen? Was passiert dazwischen? Da gibt es jetzt natürlich, welche Cutter ist gemeint? Eine wäre die Verbesserungscutter. Da könnten wir jetzt sagen, Richtung verstehen, Ist-Zustand darstellen, Zielzustand darstellen und dann in Richtung des Ziels experimentieren. Mhm. Ein wichtiges Element ist in meinen Augen auch das Thema aus Fehlern lernen. Mhm. Ein weiterer Aspekt, raus aus dem bewussten Denken, rein ins Unbewusste, um wieder Platz zu schaffen, also für Problemlösung. Mhm. Vielen Dank. Ja, was ich da gelernt habe, ist der Vorteil dieser genauen Dokumentation. Also wenn man ein Problem hat oder der Mitarbeiter kommt mit einer Idee und man denkt, ah, das haben wir vor 3 Jahren schon mal gemacht, dann, es hat aber nicht geklappt, dann kann man jetzt nachgucken aufgrund der Dokumentation, wo ist es genau dran gescheitert, an welchem Punkt. Und vielleicht hat sich das ja auch mittlerweile geändert, dass es heute gehen würde, diese Idee umzusetzen. Mhm. Also dieser wissenschaftliche Ansatz, der dahinter steckt. Bitteschön. Für mich als Cutter-Neuling ist ein besonderer Punkt, den ich gestern aus dem Workshop mitgenommen habe, dass die Führungskraft der Coach ist, der methodisch seinen Mitarbeiter fördert und fordert, ihm Herausforderungen gibt, um ihn zu motivieren und die Ideen aus dem Mitarbeiter herauskitzelt. Mhm. Und wie macht das die Führungskraft? Ja, indem es sich zurücknimmt, ein Stück weit hinten anstellt und den Mitarbeiter aktiviert, die Verantwortung praktisch in die Hände der Mitarbeiter legt für die Verbesserung. Vielen Dank. Nehme ich mal an. Blick auf die Zeit. Für mich ist Cutter das Betreten der Lernzone, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Und das strukturiert und methodisch und nicht irgendwie zufallsgetrieben, sondern so, dass der Mitarbeiter davon auch einen Mehrwert hat. Mhm. Dass der Mitarbeiter einen Mehrwert hat. Mhm. Herr Weidbrecht, haben Sie jetzt verstanden, was die Cutter ist? In der Sache näher gekommen. Ich habe sie mit dokumentiert, wie eine Kurzeinführung. Haben wir noch Zeit? Oder? Eine Minute hat man noch. Also, ich habe mal was gehört über Coaching. Und das habe ich jetzt noch nicht so in der was sagen, dann ist es auch mit drauf. Ja, so zum Thema Coaching. Es wird ja jeden Tag ein Gespräch geführt zwischen dem Mitarbeiter, der letztendlich verbessert, und seinem Coach, wo es dann darum geht, wie war dein letzter Schritt, was hast du auch daraus gelernt, und anhand dessen kann auch der Coach dann wieder, kriegt einen Einblick in den Mitarbeiter selber, befindet er sich jetzt in der Lernzone oder eher in der Komfortzone, ja, oder bereits in der Angstzone. Einer darf noch ergänzen. Okay, dann mache ich das für den Versuch. Also ich würde da noch ein Smiley mit draufmalen, weil wenn Cutter richtig gut läuft, dann haben wir auf jeden Fall einen sehr zufriedenen und stolzen Mitarbeiter. Mhm. Das letzte Wort geht an Herrn Steck. Vielen Dank. Vielleicht noch abschließend, wir sollten uns nicht nur an den Euros orientieren, sondern an der Mitarbeiterentwicklung, die im Vordergrund stehen soll, bei der ganzen Entwicklung da dahinter. Diesen Beitrag habe ich gerne zugelassen. Vielen Dank.